So, noch ein bisschen The Last of Us 2. Oh, ich habe mich verklickt. Was ist passiert? Der Stream läuft noch, oder? Ja, nichts passiert. Puh. Glück gehabt. Jetzt vom bunten und fröhlichen Fall Guys direkt. Das ist schon ein harter Schnitt jetzt auf das ultradüstere und hoffnungslose The Last of Us 2. Wobei der Ellie-Part ist nicht so düster wie der Ellie-Part, also der Abby-Part, falls ich es gerade falsch gesagt habe. Der Abby-Part ist bei weitem nicht so düster wie der Ellie-Part. Der Abby-Part ist eigentlich ganz cool. Ich mag den Abby-Part. Für mich ist der Abby-Part so der Kern des Spiels so ein bisschen. Und da wurde dann außenrum ein ganz furchtbarer Ellie-Part gebaut. Also nicht spielerisch ganz furchtbar, sondern nur narrativ. Spielerisch ist es so ziemlich genau das Gleiche. Außer, dass es bei Abby so ziemlich den einzigen echten Endboss in dem ganzen Spiel gibt. Ist schon auch komisch. So viele Schmetterlinge. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Sind hier Gegner? Warum verstecken wir uns? Vor wem? Da kommen wir. Ja, Gegner. Du hättest wegbleiben sollen, Lilly. Soll ich mal eine Granate da nach hinten werfen? Da haben sich gerade Leute versteckt. Ich mach das einfach mal. Haha! Hat echt geklappt. Sehr cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dort rechts! Ah, guck mal, der hat mir gerade den Gegner markiert. Aber ich habe da gerade wen rumschleichen sehen, genau. Ja, so viel dazu. Das kommt davon, wenn man sich an mich anschleichen will. Unsere Abby macht da kurz im Prozess. Die versteht da keinen Spaß. Na komm, zeig dich. Ah! Was für ein Arsch. Abby, in Deckung. Ach, Lev hat ihn erwischt. Das ist cool. Das wäre cool, wenn man durch die Wand mit der Waffe schießen könnte. Ich meine, die hat ganz schön Wumpfs. Da könnte man es meinen, ne? Ist aber leider nicht so. Das liegt vielleicht daran, dass ich alle deine Freunde getötet habe. Deswegen weißt du das wahrscheinlich. Es soll nicht lustig sein. Es ist wirklich ein Problem. Das Spiel will durch seine Gewaltdarstellung und durch seine Härte irgendwie, dass man sich schlecht fühlt. Aber dafür macht es einfach zu viel Spaß. Lass mich helfen. Ich schaff's schon. Zumindest im Abby-Part. Wenn man gegen Hunde kämpfen muss, dann hört für mich der Spaß auf. Da ziehe ich die Grenze. Wie sie mich nennen? Ja. Willst du mich was drüber fragen? Aber das Spiel ein bisschen lauter. Willst du, dass ich was darüber frage? Nein. Okay. Hier ist irgendwie überhaupt kein Loot. Nirgends. Nicht mal ein Pümpel auf dem Klo. Und jeder weiß, dass in der Postapokalypse Pümpel die größten Schätze sind. Pümpel und Klopapier. Ja, über Klopapier in der Postapokalypse möchte ich schon fast keine Witze mehr machen. Mit den ganzen Hortern, die meinem Blödsinn bei Fallout 4 zur Realität haben werden lassen, finde ich es gar nicht mehr lustig mittlerweile. Ein bisschen schon noch. Musste kurz was einstellen noch. Wow. Also so künstlerisch begabt sind die Skars ja schon. Haben das gebaut? Seraphiten? Ja, das wollte ich sagen. Ist ziemlich cool. Was heißt cool? Etwa fantastisch.
Super. Beschütze sie. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Nicht gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schriften? Hab drin geblättert. Sie können dir helfen. Klar. Wow, das ist ziemlich hübsch. Und etwas gruselig. So stimmt. Eine Werkbank. Wenn hier eine Werkbank ist, ist hier bestimmt auch irgendwo wieder ein Haufen Schrott. Den suche ich erst. Sonst ärgere ich mich danach wieder. Ah ja, da haben wir den Haufen Schrott. Waren da gerade 7 Schuss Feuerschrotflintenmunition. Holy shit, das ist ja großartig hier. Meine Güte. Diese Seraphitenlager sind nicht ohne. Nicht schlecht. So, ab an die Werkbank. Ah, ich kriege ein bisschen Rückenschmerzen. Hier die ganze Zeit auf diesem... Der Stuhl ist einfach... Ist halt kein... Gib mir eine Sekunde. Ne? Ist halt was anderes als mein Bürostuhl. Ein Zielfernrohr auf die Armbrust. Vielleicht auch gar nicht blöd, oder? Mal schauen, was ich noch... Die Armbrust gefällt mir eigentlich nämlich ganz gut. Stabilität. Stabilität, die ist schon... Die ist schon sehr wackelig, das stimmt. Nachladegeschwindigkeit auch nicht schlecht. Alles gut hier. Ich glaube, ich mache die Nachladegeschwindigkeit. Aber so viele Pfeile habe ich eh nie. Da mache ich mal das Zielfernrohr. Machen wir mal das Zielfernrohr. Okay, cool. So, dann stelle ich noch Munition für das Ding her. Und vielleicht Herstellungsgeschwindigkeit. Ich meine, grundsätzlich würde ich den Baum schon gern hochleveln, den Skillbaum. Der hat ein paar coole Sachen. Fangen wir mal da an. Irgendwo muss man anfangen. So. Sehr gut. Ich habe nur einen einzigen Armbrustbolzen, aber den kann ich jetzt sehr genau verschießen. Immerhin, auch nicht schlecht. Klettern wir mal da hoch. Ich gehe diesmal zuerst. Müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Oh, verdammt! Wir werden angegriffen! Es ist die Abtrünnige! Mit einem Wurf! Woher wissen die, dass Lev dabei ist? Die haben ihn noch gar nicht gesehen. Au! Da muss ich direkt husten, wenn ich plötzlich flankiert werde. Lev, mach auch mal was. Schieß einen Pfeil, der alle durchbohrt. Alle gleichzeitig. Nach rechts! Au! Okay, cool. Die macht das ganz gut im Nahkampf und so. Mit mit seinem Messer. Nicht schlecht. Oh nein! Wo kommst du denn her? Meine Güte, hat die mich jetzt erschrocken? Spinnt die? Verdammt nochmal. Naja, jetzt haben wir einen Hammer. Wo kommt denn die wirklich her? Aha.
Die zeigt mir neue Schleichwege, wie ich mich auch an die Feinde anschleichen kann. Wie geht... Ah ja, genau. Au! Was ist denn hier los? Von allen, aus allen Richtungen kommen sie. Komm, nehmen wir mal schnell ein Medkit. So. Ups, das wollte ich absolut nicht. What? Jetzt werfen die auch noch mit Molotow-Cocktails. Wer hat denen das beigebracht? Keine Munition! Shit. Los! Shit. Ja, ich weiß. Aber ich habe was anderes Schönes für dich, wenn du kommst. Ich wechsle die Munition. Okay, genau. Brandmunition hebe ich mal für die Infizierten auf. Sie stecken im Gras. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Du lügst. Und wer hat das gesagt und wo bist du? Drama Queen. Da oben! Mir nach! Schnell! Was denn? Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist und was du von mir willst. Was denn jetzt? Da oben oder da unten? Jetzt entscheidet euch. Wo seid ihr denn? Wo sind sie denn? Wo ist überhaupt irgendjemand? Ah. Aber die wissen auch nicht, wo wir sind, immerhin. Oh oh. Eva! Oh, Mist. Au. Nachladen! Das ist sein Ende. Schön, dass er seine Munition hier oben hat liegen lassen. Das ist sehr höflich von ihm. Sehr nett. Das Gas. Seraphiten, wie auch immer. Also. Ja. Nee. Verdammt. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Mir ging es eigentlich von Anfang an so. Also, was heißt von Anfang an? Aber seit man ihre Story spielt, ist mir eigentlich Abby sympathisch. Mir geht's sogar so, dass mir die Story von Ellie sehr unsympathisch macht. Ich bin auf jeden Fall voll Team Abby, wenn man sich entscheiden muss. Aber am liebsten wäre es mir, wenn einfach niemand wegen irgendwelchen Racheaktionen irgendwen umbringt. Aber die Wahl haben wir wohl nicht in The Last of Us. War hier nicht noch irgendwo ein Gegner? Habe ich nicht hier irgendwo noch einen Gegner erledigt oder so? Vielleicht bin da rüber gesprungen und bin dann da nach hinten. Und dann war da der und da war noch jemand. Ah ja, aber die haben wir alle. Na dann. Dann suchen wir mal, wie es weitergeht. Vater, was ist mit dir? Drehst du wieder durch? Er dreht wieder durch. Fände ich gut. Aber hier müssen wir jetzt nicht wieder runter, oder? Nee, ich glaube nicht. Hier hätten wir nur auch hochgekonnt. Theoretisch. Oder wir nehmen den Schlauch hier und zeilen uns so richtig John McClane-mäßig hier ab und springen unten in eine Scheibe. Natürlich alles barfuß. Und erschießen die Terroristen. Deswegen sind wir doch hier, oder? Siehst du einen Ausgang? Vielleicht kommen wir da rein. Wo? Rein. Ah! Okay, cool. Den nehmen wir, würde ich sagen. Hi!
Hallo Loki, wie geht's? Grüß Gott. So. Jetzt. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Ah, 10 Tabletten, aber zu wenig noch. Schade. Ein Medipad mache ich jetzt gar nicht, Medikit. Das lohnt sich nicht. Entweder wenn meine Ressourcen voll sind oder ich wirklich eins brauche, aber das dritte Medkit zu machen. Man findet so oft Medkits rumliegen. Ganz genau, Kater. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber die Katzen drehen gerade komplett durch. Was heißt, die drehen durch? Die jagen sich halt wieder durch die Wohnung. Die sind immer nicht glücklich, wenn die abends rein müssen und dann haben sie noch so viel Energie. Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der Angst. Die guten Seiten? Ja. Du läufst schneller. Heilige Scheiße. Ich kann... Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl. Feuchte Hände, Herzklopfen. Alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommende bereit macht. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Ich kann Höhenangst schon nachvollziehen. Ich selber habe nicht wirklich Höhenangst, glaube ich, aber schon ein sehr mulmiges Gefühl vor Höhen. Ist das von der Prophetin? Ja.